der letzten Episode. Schön, wie sie das Boot angestrichen haben. Da wackelt er mit dem Kopf. Nee. Okay, der Harvester versucht tatsächlich herzukommen. Gut. Halt, du sollst das bitte nehmen. Was ist das jetzt? Kann ich das noch nehmen? Nö, danke. Hat mein Fernglas rüber getan. Stich auf einmal hier drin, ist ja der Hammer. Der Sucher. Die Tankgeräusche sind auch herzallerliebst geworden. Und so geht's weiter. Trübe Wasser, Stufe 3 abgeschlossen. Und damit herzlich willkommen bei Generation Zero in der Folge 124 im Guerilla-Modus. Wieso trübe Wasser abgeschlossen? Was heißt denn das? Hallo X. Herausforderung. Trübe Wasser, was? Wahrheit. Trübe Wasser. Was heißt das? Zwei weitere Haupt- oder Nebenmissionen der Marschlandregion abschließen. Gut. Hartgesottener Schmuggler. Echt? Was sind die Antenne der Hoffnung? Militärveteran, hitzköpfiger Fragenpilot, leitender Programmierer, erfahrener Programmierer, Junior-Programmierer. Echt? So, wir sind leitender Programmiererin in Antarktis-Ausrüstung. Wie ist denn das eigentlich? Wir haben hier nichts, oder? Und ich guck mal auf die Karte, ist der immer noch... Oh toll, der ist jetzt schon wieder hier hinten, der Kettenhund von Mark Backen. Okay, das bringt so nichts. Das hatten wir in der letzten Folge schon ausgiebig getestet. Ja, was ich halt überlegt habe, wir könnten theoretisch von hier nochmal hier hinterlaufen, die vier Dinge abgehen. Wo gehört das wieder zur Mission? Wahrscheinlich schon. Was ist denn hier drüben eigentlich los? Dreier Wolf, vierer Ulven, okay. Das ist wieder hier Rußgesell, genau, da ist mal sehr viel Spaß angesagt. Ja, die Sache ist ja, die, bezüglich dieses Rivalen, Sensenmann, wie es auf Deutsch heißt... Der Reaper auf Englisch. Und ich weiß gar nicht, wie auf Schwedisch heißt. Aber hier drüben bald wieder. Ist ja das schöne Ackerland. Der spawnt ja erst, wenn die Region ab Level 21 ist. Momentan ist sie 9, die Marschlandregion. Wir haben nicht wirklich irgendwie eine sehr erregte Region. Und es ist auch nur so, du kannst auch anscheinend nur 8 Rivalen pro Karte haben. Also es ist jetzt nicht so, dass du... Warte mal, wir machen erstmal den Sprung hier runter. Ja. Also es ist nicht so, dass du bis ins Unendliche... Ah, hier gibt es eine Munitionsbastelstation. Unendlich viele Rivalen haben kannst. Du kannst nur 8 haben und wenn du halt... wir haben die alle verschossen, oder? Fürs Panzer wären es Gewehr, ja. Und wenn du halt den 8. hast, kann da kein Reaper auftauchen. Das heißt, du bist gezwungen, einen zu plätten. Dadurch sinkt das Level der Region und damit ist es unwahrscheinlicher, dass der Reaper spawnt. Also da gibt es im Forum noch einen ziemlich großen Thread dazu. So, Punkt 50, Vollmantel. Sprengstoff, Stahl und Blei. Da kriegst du 15 raus, krass. Aber überleg mal, du könntest damit... Gott, wie viel könnten wir damit machen? Ach so. Echt, du musst für jedes einmal klicken. Okay, wie viel haben wir jetzt? Das ist doch die Frage. Haben wir die noch dabei? Ne, haben wir nicht mehr dabei. Alte Munition natürlich. 600. Oh ja, das klingt ja schon fast wieder vernünftig. Dann kriegst du schon, du kommst schon echt gut rum. Du musst halt immer, bist halt immer eigentlich am Auseinandernehmen. Ist halt wichtig, dass du das Zeug halt auseinander nimmst, wenn du das nicht brauchst. Also hier zum Beispiel 100. Ne, wie viel sind das beim Revolver? Was war das nicht beim Revolver? 125? Wo sehe ich das? Das sehe ich so nicht. Achso, das sehe ich hier in der Recycling Station. Halt. Was? Geh mal wieder rüber. Achso, die muss ich drin haben, dann sehe ich das. Okay. Gut, dann gib's halt mal her. Also da kann man auf jeden Fall zerlegen. Ja, das Lustige ist, die Postmunition ist jetzt eigentlich völlig überflüssig, weil für die experimentelle Pump-Action nimmt man die Vogeldunst und für die Schöquist eh die Flintenlauf. Gut. Dann zerlegen wir die auch mal. Wir haben gesagt, wir nehmen nur noch Vollmantel für die Elkstuzare. Hier kann man auch schon zerlegen und Vollmantel haben wir ja auch für die Kippiste.
die wir gar nicht dabei haben, glaube ich. Den Rest kann man erstmal noch nicht zerlegen. Alles klar. Dann gucken wir mal, dass wir den Plünderer erstmal ein bisschen leerer machen. Das heißt, hier sind es 100, alles klar. Teilmantel, das sind 25, okay. Da bleibt 24 übrig. Das sind auch 25, okay. Und Hohlspitz, das sind 50, okay, alles klar. Echt, die Plünderer war schon wieder voll. Ja, anscheinend schon, weil ich sehe gerade, dass wir nicht, dass wir immer noch viele von der fürs Panzerwehrensgewehr haben, ja. Nein, das bleibt mal da. Die Panzerbrechenden. Ja, ich nehme lieber die Vollmantel, das ist einfach so. Die Panzerbrechenden, klar, die richten die gegen Panzerung mehr Schaden an. Und was man halt theoretisch machen kann, man schießt einfach immer nur auf den Rahmen, dann ist das natürlich insgesamt sinnvoller. Aber so ist es halt. Okay, da schaue ich gar nicht erst durch. Es gab eine Umfrage. Ich bin mir sicher, dass sie inzwischen schon rum ist. Falls nicht, keine Ahnung. Ich kann euch das nicht reinschreiben, weil ich natürlich, ich schneide die, heute ist Samstag. Der, welcher? 28. November. Und ich kann natürlich schlecht sagen, wie es am 3. Dezember ist, wenn die Folge rauskommt, ob da die Umfrage ist. Aber ihr könnt ja mal nach Generation Zero auf Twitter gucken oder auf Steam ist das eigentlich auch stehen, meiner Meinung nach. Zumindest wenn der Pontus seine Arbeit korrekt gemacht hat. Achso, wo wollen wir eigentlich hin? Die Straße ganz runter, okay. Dann gehen wir da ganz runter. Müsste es eigentlich auch stehen zu der Umfrage. Und zwar haben sie da halt auch gefragt, was man halt in Zukunft gerne hätte. Wieder mal, natürlich. Aber sie haben natürlich auch ein paar Dinge abgefragt, wie man, ob man schon mal, zum Beispiel, ob man schon mal Save-Files verloren hat durch das Speichersystem und solche Sachen halt. Wie man das Spiel in Bugs, ob man das Spiel als verbuggt bezeichnen würde und so weiter. Also da ist, geht schon ein bisschen ins Detail. Ich würde jetzt nicht sagen, es ist verbuggt. Es kommt ab und zu mal ein obligatorischer. Ja, inzwischen ist es bei manchen Bugs schon obligatorisch. Kommt mal ein Bug, dann... Ja. Damit lebt man halt. Das Spiel stürzt extrem selten ab. Ich weiß nicht, ich kann wahrscheinlich die Abstürze an einer Hand abzählen. Bei mir zumindest stürzt es relativ selten ab. Ja. Was haben sie noch gefragt? Die Grafik, das Gameplay, was man sagen würde, was bei Generation Zero das herausragendste Merkmal für einen ist, wo man sagt, das ist für mich das, wo ich sagen würde, das zeichnet das Spiel besonders aus. Habe ich für Stealth getippt. Und dann haben sie halt auch gefragt, was man halt verbessern würde. Da haben sie dann auch, was weiß ich, bessere Maschinen-AI natürlich, das ist so der obligatorische Grafikverbesserung, mehr Settings im Einstellungsmenü. Ich habe halt mal einen ganzen Sermon geschrieben, was ich halt hätte, weil du kannst dann unter Other oder Sonstiges halt noch ein paar Dinge dazu schreiben. Baum steht übrigens extrem nah am Weg. Wir waren hier, wir haben hier mal, glaube ich, sogar tatsächlich den Vollmantel-Bauplan für das Panzerwehrensgewehr bekommen, wenn mich nicht alles täuscht. Es war irgendein Bauplan fürs Panzerwehrensgewehr. Ja, also ich habe halt geschrieben zum Beispiel, dass die ganze, dass die Plünderer, also nicht die, ich habe nicht geschrieben die Plünderer, sondern sämtliches Inventar benötigt eigentlich eine, ne? Ja, das kann man alles mal nehmen, also fast alles. Zum Zerlegen auf jeden Fall. Achso. Ja? War nicht gerade der Punkt? Also bitte. Ist hier noch was drin? Nö. Also, dass das Inventar sortierbar sein sollte. Und zwar für alles. Also ich habe das nicht nur für Plünderer geschrieben, sondern ich habe halt geschrieben, dass es natürlich für die Plünderer gilt, für die Recycling Station. Sämtliche Übersichtsscreens, die Collectibles müssten sortierbar sein. Dass du sagst, nach Auflesedatum zum Beispiel und nach Reihenfolge. Ein
Sie sollten halt auch markieren, dass halt, was halt neu ist. Das habe ich schon im anderen Thread im Forum mal geschrieben. Das machen sie vielleicht nie. Keine Ahnung. Irgendwas war es noch. Ich meine Maschinen-AI natürlich, auf jeden Fall. Das wäre schon sinnvoll, wenn die mal ein bisschen aufgemöbelter wäre. Also nicht für alle Typen. Manche sind ja tatsächlich relativ gut. Also ich finde die Runner relativ gut. Bisschen zu übertrieben teilweise, wie die nun herrennen. Das auf jeden Fall. Aber die erscheinen mir noch von all den Maschinen am sinnvollsten umgesetzt. Ja, und dann haben sie zum Beispiel auch gefragt, was, wenn sie Waffen bringen würden, welche sie bringen sollten. Da stand dann zum Beispiel auch sowas wie noch mehr Melee-Waffen, auf jeden Fall. Nahkampfwaffen macht total viel Sinn gegen Maschinen. Wenn ich jetzt auch noch ein Messer haben wollen und ein Säbel. Ja, das ist ja so ziemlich das Unsinnigste überhaupt. Also ich fände gut, wenn es halt noch ein Scharfschützengewehr gäbe, was halt ein bisschen... Also unter dem Panzerwehrensgewehr, zwischen Elk sozusagen Panzerwehrensgewehr angesiedelt. Ah ja, okay. Ja, ich denke, wahrscheinlich macht es Sinn, über den Berg zu laufen, anstatt der Straße folgt. Also was dazwischen angesiedelt ist, und zwar sozusagen ein, kein Jagdgewehr, sondern wirkliches Scharfschützengewehr. Nur halt kleiner als das Panzerwehrensgewehr. In der Hinsicht, dass es vielleicht nicht so viel Schaden anrichtet, aber dass du halt da die üblichen Verdächtigen drauf taggern kannst. Echt, da drüben ist irgendwo eine Relaisantenne. Vorne irgendwo. Gut, dann ist es ja ganz gut, wenn wir erstmal hier lang gehen. Oben lässt sich das wahrscheinlich besser sehen. Ja, zum Beispiel halt auch mit Magazinerweiterung. Ach, da vorne ist ein Unterschlupf. Okay, dann gehen wir erstmal da zum Unterschlupf. Ich höre da drüben auch irgendwo noch eine Relaisantenne. Ja, mal abgesehen davon, die Magazinerweiterungen sind ja eigentlich das... Oh, guckt euch das mal an. Sieht das nicht cool aus? Alter Schwede. Also grafisch ist das Spiel ziemlich gut. Nicht immer. Gibt ein paar Dinge, wo man sich ein bisschen in den Kopf greift, aber in den meisten Fällen sieht das echt cool aus. Also ich sag mal, gerade wenn du halt, wenn du jetzt Gegenlicht hast und dann zum Beispiel wie bei der Insel da vorne, Gegenlicht und dann genau diese Kante anguckst. Weil die Insel wirft keinen Schatten. Also die Sonne ist natürlich jetzt noch nicht untergegangen, aber wenn sie untergehen würde, wirft die Insel keinen Schatten, naja. Das ist aber sehr, sehr steil hier. Dass ein Marschland so steil sein kann, ist natürlich schon interessant. Ja, dann haben sie noch gefragt, was man als Update von dem Spiel am liebsten hätte. Oh ja, erstmal wie oft echte Content-Updates. Bin ich immer noch der Meinung, 3 bis 6 Monate ist mehr als ausreichend. Für ein Content-Update, wenn da Nilsons Marienbück AB. Echt, so eine Aktiengesellschaft, dieses kleine Ding. Wenn du da im Quartal oder alle halbe Jahr mal gut, es muss halt ein gutes Update sein. Das ist halt wichtig. Also nicht nur so nach dem Motto, so, ihr habt da jetzt ein paar Fixes und für euch haben wir noch was gemacht, denn ihr könnt jetzt noch weitere Baupläne sammeln oder so. Schalter über Flinten, das haben wir garantiert im Besser. Nee, ist hier nicht, okay. Sondern halt wirklich, dass du sagst, okay, jetzt hast du mal wieder wirklich was zum Spielen und nicht einfach so nach dem Motto, wann ist das Update in den DK-Maps, dass ich endlich die Sachen dann wieder direkt anvisieren kann, so wie bei dem Bauplan für die Munition. Ah ja, eine Laterne. Gut, hier scheint keiner zu sein. Was haben wir hier? Nähstation, okay. Cycling und Nähstation ist hier. Ah, es wird so langsam finster. 3 Radios gibt's hier, echt. Okay. Und, ja, sie haben halt verschiedene Sachen gesagt, was man halt gerne hätte. Und, unter anderem Expansions halt, also so DLC-mäßig. Ist eigentlich so
auch eher so mein Ding, wo ich sage, das würde ich eigentlich lieber sehen, als, warte mal, hier war doch sonst nichts, oder? Das war ja nur, genau, nicht, dass man da einen Sammelgegenstand oder so hat. Ich muss nochmal in die DK-Maps hier zu dem Ort schauen, um zu gucken, ob wir hier einen Bauplan haben oder sowas. Da vorne, echt? Ah ja, tatsächlich. Ein Prototyp! Na gut. Ist genauso orange wie die Bäume. 1500 hat die gebracht. Stapfter. Man sieht nur die Beine. Genau, da hinten. Da hinten war ich. Hoch. Haben wir nichts auf der 2, echt? Wie bitte, was? Achso, auf die 1 wollte ich das, nicht auf die 2. Deswegen. Ach, da vorne ist er echt. Wo? Ach, da. Ja, auf dem AG4 mal einen Lauf verweisen. Muss man ein bisschen aufpassen. Wie bitte war's? Jetzt noch nicht fertig, echt? Also das ist die Schüssel. Ja, die Vögel. Ich habe keine Ahnung. Ich kann zumindest mal den Wegpunkt entfernen. Ich weiß nicht, wieso die Musik hier noch fröhlich weiterspielt. Weil da noch einer kommt, echt? Drüben oder was? Da irgendwo ist er, okay. Ah, komm hoch. Und die leuchtenden Lampen. Da steht er. Hohlspitz, gut. Alles klar. So, ich hätte jetzt aber trotzdem gern wieder das AG5 auf der 1. Oder wer der Armin sagt, die Mädchenwaffe. Gefahr aus Allnested, okay? Von mir aus. Wenn es so gefährlich ist. Medikit drin. Hier haben wir nichts gesammelt, okay. Ja, ich habe den super, super Tipp bekommen, dass 1 bis 4er Zielfernrohre wohl auch aufs AG 4 und 5 gehen. Das muss ich gleich mal probieren. Weil es stand tatsächlich auch im Wiki so drin. Dann müssen wir die doch sammeln, verdammt. Ich glaube, ich habe nämlich ab und zu mal welche entsorgt. wie war das? F war die Ergänzung. Visier. Ah, tatsächlich.
Das ist ja der Hammer, weil dann kannst du nämlich auch einen Sichtmodul dran tackern. Was haben wir denn hier? Wir haben ja auch ein paar Sichtmodule. Röntgenlicht restlich. Ja, anders wäre mir eigentlich Infrarot restlich lieber. Hm? Infrarot-Röntgensicht. Oh, Infrarot-Röntgensicht. Das ist natürlich noch besser, weil diese gab es auch einen Thread dazu und dem stimme ich im Prinzip auch zu, dass diese Restlichtgeschichte eigentlich nicht so geil implementiert ist hier in dem Spiel, weil eigentlich die Welt dafür zu hell ist, sozusagen. Ja, okay. Sichtmodul. Ja, das ist das AG5, wie man unten rechts sieht. Yes. Cool. Nicht schlecht. Okay. Alles klar. Gib mir mal ein Medikit und dann rein damit. Ich habe eh so viele davon, die muss man mal anwenden. Dann geht es jetzt weiter zu diesem Punkt. Achso, ich wollte nochmal schauen, ob es hier Baupläne gibt. Sekunde mal. Nee, gibt es nicht. Also hier ist gar nichts. Es ist nur ein Unterschlupf. Ich weiß auch nicht, was der Unterschlupf hier oben macht in diesem Zipfel. Das ist eigentlich so ziemlich der sinnbefreiteste Unterschlupf überhaupt. Weil du kannst ja dann eigentlich gleich zu dem gehen. Oder zu dem hier oben, wenn du woanders hin willst. Naja, gut. Egal. Ja, also zum Reaper gab es einige, also zwei große Threads, muss man dazu sagen. Und zwar eine zu dieser Spawn-Geschichte, dass wenn man halt Rivalen ausschaltet, dass das eher noch den Reaper als Überboss triggert und nicht noch eher verhindert. Was ja auch irgendwo logisch ist, natürlich. Das werden sie wahrscheinlich ändern, weil das ist extrem plausibel. Und dann war eines zum Loot, und zwar beim, der Reaper ist so ein Ausnahmeboss im Vergleich zu den anderen Maschinen. Also jetzt zum Beispiel der Kettenhund von Markbacken, unser Lieblingsrival in Anführungsstrichen. Mit denen haben wir ja schon einige Kämpfe gefochten, sowohl in der Waldregion als jetzt auch hier den einen. Und den Schaden, den wir ihm angetan haben, der wird sozusagen resettet, wenn du das Spiel beendest. Und er wird auch neu platziert, wie ihr gesehen habt. Steht er wieder ganz woanders. Nicht mehr da, wo er in der letzten Folge noch stand, sondern ursprünglich da, wo er auch stand, wo wir angefangen haben, ihn in die Mangel zu nehmen, in Anführungsstrichen, weil in die Mangel hat er uns eigentlich genommen, nicht wir ihn. Ist hier irgendwas? Ja, eigentlich ist jetzt sogar besser, man nimmt dieses AG5 damit und guckt da durch, weil mit dem 1X kommt man da doch eher noch weiter. Das ist natürlich cool. Also Thorst, danke. Ich glaube, der Horst war das, der mir den Tipp gegeben hat. Thorst, danke, danke. Das ist echt ein geiler Tipp. Ich weiß, dass es auch die Puristen gibt. Ah ja, geil, apropos. Die das am liebsten nur mit dem klassischen Fadenkreuz machen, aber ich mag das eigentlich lieber mit dem Durchguck. Ich bin ja so ein Freund, der sehr gerne präzise. Ach, kriegen wir hier einen Apokalypse-Bauplan? Ulven upgraded, Jagdmaschine 60. Okay, das müsste ja theoretisch der letzte sein. Ist das unter Pläne? Ne, jetzt nicht unter, ist unter Sammelgegenstände. Baupläne. Ja, warum sind da die Boss-Baupläne und die Maschinenbaupläne drin? Naja, gut. Nee, nee. Dann war er das jetzt. Ja, Jagdmaschine 60. Achso, die neueste Version der 60. Okay. Bewaffnung Peiniger. Strahlenklinge? Echt, die Klinge ist auch noch giftig. Okay, Stacheltick-Entsendung. Ja, das kennt man ja schon. Wobei der jetzt den Tank gar nicht drauf hat, lustigerweise. Flammenwerfer, den hat er auch nicht montiert. Streugranatwerfer ist auch nicht montiert. Kapazität für noch leistungsfähigere sind. Also die Dinge sind echt eh über. Okay. Gut. Nächster Punkt wäre hier drüben. Dann versuchen wir das. Ja, also dir, und zwar geht es, der Reaper ist halt so, der Sensenmann. Du kannst ihm Schaden zufügen. Ah ja, das haben sie einfach nur in die Erde gesteckt. Okay, alles klar.
Das geht nicht durch den Baum. Aber auch in die Erde, okay. Es geht nicht durch den... Also, nee, was wollte ich sagen? Ja, schön, der schwebende Fels. Oh, guck mal. Oh, wir sind da. Nee, wir sind nicht da. Loch Ness oder was? Ist das hier? Das Monster ist hier. Ja, beim Reaper ist so, wenn du den Schaden, wenn du ihm Schaden versetzt, du speicherst, beendest das Spiel, gehst wieder rein, hat er denselben Schaden immer noch. Das heißt, du kannst das auch in Sessions aufteilen. Du musst das nicht in einer Session machen. Was ich mit den anderen Rivalen eigentlich auch gut fände, aber gut, ist ja, ich sag mal, eine Art Geschmackssache. Das muss ja, es muss nicht gezwungenermaßen so sein, aber zumindest ist es beim Reaper so. Und der ist auch so, wenn du ihn nicht gelootet hast, bleibt er liegen. Und du kannst ihn dann auch später noch looten. Also das, der hat eine andere Systematik. Also das fände ich cool, wenn sie das auf die anderen Rivalen auch noch drauf mappen, weil gab auch einige Bug-Reports, wo sie Apokalypse Level 4 Tanks Rivalen geplättet haben und dann ist er einfach verschwunden. Das hatten wir ja auch schon ab und zu, dass normale Maschinen verschwinden. Das ist dann nicht so schlimm, es ist zwar ein bisschen schade, aber ist jetzt nicht so, dass man da hier in Tränen ausbrechen müsste. Ja, und dann gab es halt zu dem Loot, weil einige wohl gesagt haben, es gibt wohl Leute, die haben da schon 10 Reaper geplättet. Ja, es gibt ja Leute, die haben wirklich 1000 Stunden und mehr auf der Uhr bei dem Spiel. Ich bin da gerade bei 300 oder so. Weil ich das Spiel ja fast ausschließlich nur fürs Let's Play spiele. Ich habe jetzt auch schon lange nicht mehr hier meinen Adventure-Charakter gestartet, weil ich momentan nicht die Notwendigkeit dazu sehe. Das ist ja auch mehr ein Experimentiercharakter, nicht wirklich eins zum Durchspielen jetzt. Wie man das vielleicht üblicherweise macht. Okay, ein Tank da vorne, echt? Ist der bei der 1 oder was? Scheint so. Okay. Naja gut, das hilft natürlich schon. Das hilft auch. Okay, wir haben noch andere Maschinen dort. Okay, da könnte vielleicht die Elksuzare mehr bringen, wenn man sie auf normal... Halt! 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 Ja gut, das hilft schon, ja. Ja, und es gab wohl Leute, die gesagt haben, dass wohl sie da ständig dieselben Sachen kriegen. Oder häufig dieselben Sachen kriegen und nicht wirklich, ja, gab einige, die gesagt haben, man sollte das vielleicht eher hier auch echt in... Na, schön. Ach, na toll, echt? Hä? Das hat der Horst auch geschrieben, dass sie da... Wobei das hier noch nicht der Fall ist, jeden Mist einzeichnen. Ja, teilweise nur irgendwelche Steinzäune oder so, wo du dann denkst, was ist hier? Ach, ein Bunker ist hier. Deswegen haben sie das eingezeichnet. Okay. Ja gut, das hilft uns nichts. Das ist, glaube ich, auch eine Mission hier, wenn mich nicht alles täuscht. Also von daher bin mir nicht so sicher, ob das sinnvoll ist, den jetzt schon auseinanderzunehmen. Es könnte nämlich sein, dass er zu der Mission wieder auftaucht. Ich erinnere mich dunkel, dass hier irgendeine Mission mal war. Okay, dann lassen wir den erstmal da friedlich umherstapfen. Hat er ja auch seinen Spaß. In der Schusslinie wäre die nächste Mission, die uns ja auch schon eine ganze Weile angezeigt wird, ja. Was, wo? Da. Nur mal gerade schauen, ob ich noch irgendwas einlagern müsste. Ja, eigentlich brauchen wir das jetzt erstmal nicht. Ach doch, echt, so viele haben wir davon. Eine goldene Klauke, eine experimentelle Klauke. Ach, die haben wir ja doppelt, stimmt. Möller, Magnus, Brennball, Schläge, Vorschlaghammer. Deswegen ist die Plünderer natürlich voll, weil hier sind 6 Waffen drin und hier sind 9 Waffen drin. Das heißt, wir haben allein 30 Kilo nur für die Waffen blockiert. Na gut, da können wir noch nichts auseinandernehmen. Umlagern müssen wir meiner Meinung nach nichts, weil das haben wir erst, genau. Okay. Dann machen wir uns jetzt mal auf den Weg zur Mission. Also dieses Areal. Beginnt natürlich jetzt die Nacht. Achso, ja, es gibt kein Autowalk hier. Ja, das ist...
gerade The Long Dark gespielt, da haben sie so ein Auto-Walk-Feature eingeführt. Es ist tatsächlich sehr entspannend, dass man da auch mal kurzzeitig die Hände frei hat, gerade wenn man jetzt nur mal von A nach B läuft. Achso, du stapfst darum. Na, das will ich natürlich nicht. Wir haben nicht umsonst unseren Vorwärtsschleichen-Skill ausgemaxt, wenn mich nicht alles täuscht. Aber wir haben sogar noch einen Fertigkeitspunkt. Genau, Schleichen heißt immer auf Maximum. Ja, Kommandosoldat sehe ich jetzt nicht. Bergen macht auch nicht wirklich viel Sinn. Ich weiß nicht, wo ich das draufgeben soll. Sichtbarkeit. Ja, sowas könnte man zum Beispiel machen. Weniger sichtbar. Gesundheitsmenge ist natürlich auch sinnvoll, aber da das nur 10% sind, ist das auch wieder läppisch. Weil das Problem ist halt, und das hatten wir ja schon früher schon mal hervorgebracht, das Thema, dass der Charakter ja logarithmisch Schaden nimmt. Das heißt, wenn du da 10% drauf machst, ist das, wenn du das logarithmisch siehst, weniger wert als die vorherigen 10%. Gefühl zumindest. Naja. Deswegen lasse ich das auch bei 97, weil ich sage, du nimmst sowieso irgendeinen logarithmischen Schaden, dann ist auch egal. Ah ja, genau. Es gab ja noch eine Frage nach den Crafting-Dingern. Was man da noch eher sehen würde. Ich würde tatsächlich ja die Consumables als nächstes sehen. Das heißt, da alles... Ich meine, Medikits haben wir ja jetzt, aber halt alles in der Richtung, was du halt verbrauchst. Wie auch zum Beispiel die Adrenalinspritzen. Von mir aus können sie die richtig teuer machen. Das ist mir völlig egal. Die können die von mir aus fünfmal so teuer machen in der Herstellung, wie du halt Materialien draus gewinnst, wenn du die zerlegst. Aber dass du die halt selber herstellen kannst, das bringt halt schon viel. Ich sehe das eigentlich so, dass du letzten Endes in dem Spiel alles herstellen kannst. Was sozusagen die ganze Handhabung flexibilisiert, weil du dann selber entscheiden kannst, was du mitnimmst und was nicht. Okay, da geht's schon los mit Gebäuden, okay. Ist aber nichts zu hören. Ja, das ist sowieso. Ich bin mal gespannt, ob sie das mit dem nächsten Update, falls es im Dezember ein Update gibt, soll der dann auch wahrscheinlich, keine Ahnung, ob das jetzt in der Woche schon da ist oder in der nächsten... Ob sie das dann auch gefixt bekommen? Drei Waffen, drei Missionen. Eine Mission haben wir schon, gut. Echt? Der ausgestellte Panzer brennt. Schwebender Mülleimer. Kommen Sie rein. Granaten und ein goldenes AK-1776 Magazin. Noch ein 1 bis 4er für Gewehre. Das ist auch nicht schlecht. Das könnte man dann aufs AK-4 draufschrauben oder auf das AK-5 oder was auch immer. Nee, das 4er ist es, glaube ich. Ich will gerade mal schauen. 18, reicht uns das? Ich denke schon. AK-76. Habe ich schon lange nicht mehr verwendet, weil die ist halt extrem... in ihrem Verzug, wenn du da halt schießt. Die haut's da echt übel rum. Die alte Kalaschnikow. Ja, Sammelgegenstände haben sie jetzt hier nicht gesagt. Bin gespannt, ob wir alle Waffen finden. Ansonsten muss ich da halt auf die DK-Maps schauen. Dafür sind sie ja da. Ja, es gibt kein Autowalk. Ist ja extrem verpönt im Forum darüber, weil das halt, ja, es ist halt durch Data Mining. Und sie sehen das halt ein bisschen als Spoiler an, aber ich will gar nicht wissen, wie viele Leute da drauf zugreifen. Nicht unerheblich, sicherlich. Ja, ich sehe auch gerade, dass die Grafikkarte bei mir tatsächlich relativ am Anschlag läuft. 95% bei dem Schneefall und so. Da kommt tatsächlich gut ins Schwitzen. Aber da es momentan keine echte Alternative gibt, senke ich lieber die Qualität. Sie ist eh schon von Ultra auf High gesenkt. Also hier jetzt zum Beispiel ist auf Maximum mit diesem ganzen Schneefall. Also das ist wirklich schlecht optimiert. Das ist nicht gut optimiert. Weil das andere Spiel, was ich ja Let's Play momentan, The Long Dark, spielt ja auch im Winter. Da gibt es auch natürlich Schneefall.
Und da tut sich bei der Grafikkarte nichts. Und das ist einfach nur eine, in Anführungsstrichen, ein Unity-Engine-Spiel. Ja, Faustfeuerwaffen brauche ich tatsächlich nicht. Okay, hier ist nichts. Ja, wir gehen natürlich hier alles ab. Das ist ja wohl klar. Nee, das lassen wir mal zu. Dann müssen die Maschinen hier draußen bleiben. Okay. Sucher. Kurz getroffen, würde ich sagen. Nicht getroffen. Jetzt getroffen. Den Sucher müssen wir erstmal loswerden, weil sonst haben wir ja wahrscheinlich die Hölle los. Boah, geil. Der hält ja einiges aus. Der auch im Übrigen. Oh, echt so viele. Ist ja der Hammer. Gut, dass wir da nicht so treffen, das ist natürlich schon geil. Hä? Ja, die... Okay. Komm, lad nach. Mach hier hinten mal zu. Ich glaube, wir kriegen hier gerade alles rein, was da existiert. Ich habe auch Hunter gesehen. Okay, die kommen alle nicht wirklich näher. Gut, alles klar. Dann mache ich die nochmal auf und lass die mal offen, genau. Hi. Okay. Ja, du mich auch. Komm, lad nach. Das habe ich übrigens auch in das die Umfrage geschrieben. Dass ich gerne das Spiel responsiver hätte. Es fühlt sich immer noch irgendwie sehr träge alles an. Bis dann die Aktionen immer ausgelöst sind und dann durchgeführt werden. Das muss alles, finde ich persönlich, ein bisschen zackiger gehen. Ne, da ist down. Okay, die sind alle down. Wie es hier reingeschneit hat. Hä, bist du hier drin oder was? Nee, so nicht. Da sind sie gleich wieder am Fenster. Wie sie sich alle anstellen, getroffen werden. Ich habe schon längst die R-Taste gedrückt. Aber hey. Stapeln sich ein bisschen hier vorne. Natürlich, ja, das funktioniert. Scheiß Hunter. Scheiß glitschende Hunter, ganz ehrlich. Okay. Ja. Wäre irgendwie was Explosives? Wahrscheinlich nicht. Nee, leider nicht. Gut.
Sag ja, wir kriegen hier gerade alles rein, was da ist. Was? Ja, hier. Ein Clip 3 war na echt. Jetzt leuchtest du, Junge. Willst du noch eins? Was? Da hast du noch eins. Er sieht gut aus hier draußen. Nein, ich wollte eigentlich auf die X-Taste. Ich bin nur abgerutscht. Da reicht doch der Kleine, oder? Ja, ich hab doch längst auf die 7 gedrückt. Es hat gut funktioniert. Wow. Schon geil. Soll ich sagen. Ah, jetzt, okay, alles klar. Hi. Hi. Viele, viele Sucher. Ja, einfacher Infrarotaufsatz. Ja. Nur Stahl. Da haben wir sie wieder, Gott. Hat sie doch verschoben, echt. Er ist mir dann doch etwas gefährlich. So. Nun das fleißige Loten. Schön, wie man einfach alles einnehmen kann hier. Ist völlig egal. Immer Rinder mit. War aber echt viel wieder mal. Haben wir noch? Nichts, Gott. Den haben wir schon. Ne, haben wir noch nicht. So. Wahrscheinlich ist das Areal jetzt leer. Wow. Guckt euch das mal an. Ist das nicht der Hammer? Schöne Winternacht. Mit Schnee. Ja, sowas gibt's. Ich weiß, es klingt komisch, aber ist so. Schnee im Winter. Oh. Ah ja. Funktioniert so. Was sagt euch das Gewicht inzwischen? 65 Kilo, ernsthaft? So viel haben wir verschossen schon. Gib mir mal wieder die Feuerwerkskörper auf die 7. Ne, auf die 7. Die wollte ich auf die 4 haben, genau. Okay, hier ist nichts. Das schwebende Blech. Ja, ein schwedisches Märchen. Ah doch, es gibt hier was. Zwei Granaten. Naja, besser als nix. Hier schwebt das Blech nicht. Wie war es hier? Achso, das waren die Kiste. Ja, natürlich. Okay, da. Granate reicht mir. Ja, dann würde ich sagen, dann sind jetzt die Häuser dran hier mit all ihren Wohnungen und Apartments und Zimmern.
Nee. Aber wir gehen trotzdem mal die Treppen hoch. Manchmal steht da ja eine Kiste. Genau. 35 fürs AG5. Wieder mal zurück. Was passiert denn da? Ah ja, so ist das passiert da. Also wie in echt. Gut, da haben sie schon drauf geachtet, dass das realistisch bleibt. Hallo? Danke. Gut. Ja, man könnte ja noch die ganzen Kartons durchsuchen. Die Gas... Oh, zwei Autobatterien. Na gut, auf der anderen Seite, wir haben so viel Gewicht frei. Dann kann man das auch mitnehmen. Ich habe übrigens die Freigabe wieder vom Horst erhalten, wieder eine Perücke aufzusetzen. Aber ich bin eigentlich ganz zufrieden mit unserem Antarktis-Helm. Oder Hut oder was immer das auch ist. Müsste mal ausgebessert werden. Ich würde gerne hier wohnen, aber ich komme ja nicht rein. Ich bin mit dem Rollstuhl unterwegs. Ich bin Anita. Okay, hier ist nix. Ah, nee. Ja, na gut, wir haben ein paar wieder eingesetzt. Und zwar sehr effektiv. Nix. Und hier ebenso. Die hatten wir schon, natürlich. Gibt aber ab und zu mal wieder den Ruf nach kombinierbaren Frisuren und Hüten-Mützen. Ist ja eigentlich nur eine Kategorisierungsfrage. Klar, das muss natürlich auch übereinander passen. Wenn du da jetzt so einen High-Top hast, da kannst du natürlich dann nicht hier so ein eng anliegende Mütze drauf anziehen. Das funktioniert ja nicht. Ah ja. Ja, anscheinend haben wir tatsächlich jede Maschine jetzt da drüben gehabt. Okay. Standard-Erste-Hilfe-Set. Da vorne wird auch irgendwo eine Mission angezeigt. In der Küche. Wie ist das hier? Balkonien. Nix hier. Klick-Klack. Genau. Da können wir uns wieder Standard-Erste-Hilfe-Sets draus machen, weil wir die jetzt brauchen natürlich. Okay. Ja, Südosten, knapp. Also kurz nach 8. Tagesschau läuft gerade auf Schwedisch. Dagens Wiesningen wahrscheinlich oder irgend sowas. Ja, die identische Küche, nur ohne entsprechendem Rucksack in der Ecke. So, ist da wieder was dahinter? Wahrscheinlich ja. Da ist aber nichts. Ach. Dankeschön. Was? Oben ist auch was, echt? Ah ja, tatsächlich. Gut, dann lassen wir das. Ist das dann in dem Haus oder ist das dahinter? Es scheint hier zu sein. Ah, deswegen auch der Tick, natürlich. Natürlich. Hey Junge! Der fiepsende Fernseher.
Das können wir alles. Das ist wahrscheinlich oben dann der Missionshinweis. Oder? Nee, es ist nicht hier. Es ist weiter da hinten, okay. Und noch mehr davon. Yes. Ja, mach auf. Die Tür. Echt, das ist da hinten irgendwo. Nee. Dahinter, nicht? Was ist da hinten? Da unten geht's noch weiter. Geht's auch rein anscheinend. Das machen wir vielleicht später. Ja, hier ist der Tank rumgestapft, richtig. Wir könnten ja mal gucken, ob wir da irgendwas in Richtung... Ist die Mission da drin? Ah, okay. Ja, ist schon schön, wie man sich in so einer Militäranlage einfach mal... Ah ja, tatsächlich. Problemlos bewegen kann. Wie bitte was? Du hast es genommen, obwohl ich gar nicht hingezeigt habe. Finde den versteckten Vorrat. Z mehr lesen. Schmuggelware. Es scheint, dass ein Mitglied der Garnison Militärausrüstung aus dem Artilleriestützpunkt schmuggeln wollte. Er hatte ein Versteck in der Nähe, wahrscheinlich in einem Container. Es zu finden könnte sich als nützlich erweisen. Durchsuche das Militärlager nach dem Container mit dem Waffenversteck. Ein Brief von einem Offizier am Stützpunkt an einen anderen. Ich bin mir sicher, dass einer der Männer aus der Kompanie Bravo versucht hat, Waffen aus unserem Arsenal beiseite zu schaffen. Leider weiß ich aber nicht, wer er ist und wo er die Waffen versteckt hat. Zum Glück haben wir einen Schlüssel beschlagnahmt, der zum Versteck gehören könnte. Er sieht aus wie ein normaler Containerschlüssel und die Waffen sind auf jeden Fall noch im Stützpunkt. Finden Sie den Container und die Waffen, damit ich diesen Volltrottel vors Kriegsgericht bringen kann. Also für mich sieht das ja, um ehrlich zu sein, eigentlich aus wie ein Wohnungsschlüssel. Aber gut. Durchsuche, ja, genau. Durchsuchen, machen wir doch glatt. Wir durchsuchen und nehmen auch ein paar Dinge mit. Ah, noch mehr Sucher. Da hinten irgendwo, okay. Okay, auf der anderen Seite vom Zaun. Ah, da drüben ist das Tor. Keine Ahnung, was das für ein Sucher ist, wo der herumkrauchelt. Dann lassen wir den einfach mal vor sich hingraucheln. Ah ja, guck mal, wie viele Missionen hier angezeigt werden. Wo ist die Mission dann? In einem der Container. Ach, die haben doch gar nicht durchsucht. Achso, ich dachte, da wären wir schon. Gewesen. Okay. Dann fangen wir die Container mal von hinten an. Also von den gelben Gebäuden. Das heißt, wir fangen mit dem an. Ne, die Mission ist da irgendwo auf dem Weg oder was? Die ist gar nicht in dem Container drin. Hä? Bitte was? Aha. Weil hier ist nichts. Man hört übrigens den einen Harvester-Rivalen hier. Den hier. Den Ochsen. 385 Meter. Doch, da ist was. Ja, keine Ahnung, was mit der Mission ist, warum hier eine Mission steht. Ist doch nichts. Hä? Da drüben müssen wir noch hin. Drüben ist dann das Zeichen. Ja, machen wir in der nächsten Folge weiter. Schleichen uns durch den Militärstützpunkt. Wie heißt er? Nomura? Ne, in der Schusslinie heißt er. Genau, Nomura Armeestützpunkt. Noch ein paar Gebäude zu durchsuchen und diesmal wird ja auch dieses Ringding hier eingezeichnet. Man sieht, dass es auch nur einen Eingang hat, okay. Und so ein paar Gekruschel außenrum. Der Ochse wandert inzwischen darauf, der
Blödmann von Markbacken, der steht immer noch dort. Tja, alles weiter in der nächsten. Ich danke euch fürs Zuschauen, wünsche euch einen coolen Tag. Wir sehen uns, macht's gut. Ciao.